Setze dich im Lotussitz auf deine Matte. Sitze aufrecht, aber entspannt. Sei im Jetzt und hier. Konzentriere dich auf dich selbst, auf dein Innerstes, auf deine Körpermitte, auf deine Atmung. Lass die Atmung ruhig und bewusst durch die Nase fließen. Nun führe die Arme über die Seiten weit nach oben, über deinen Scheitelpunkt und lege die Handflächen aneinander. Führe nun die Arme vor dein Brustbein und berühre mit den Daumen das Brustbein. Neige den Kopf, bis die Stirn die Finger berührt. Verharre einige Atemzüge und fühle in dich hinein. Spüre deine Atmung fließen. Nun dreh dich ein und nimm die Kindposition ein. Entspanne Rücken, Nacken, Schultern und Arme. Ganz bewusst. Fühle deine Körpermitte. Fühle auch hier deine Atmung bewusst fließen. Verharre so lange, wie du benötigst. Dann komm bei einer Einatmung in den Vierfüßlerstand und bei einer Ausatmung schiebe das Gesäß nach hinten oben und begib dich in die Position des hinabschauenden Hundes. Achte auf einen gleichmäßigen Stand von Händen und Füßen. Zieh deinen Körper weit durch die Arme hindurch zu den Vorderseiten der Beine und schiebe beide Fersen anschließend bei einer Ausatmung noch weiter zum Boden. Halte 5 bis 6 tiefe Atemzüge. Bei einer nächsten Ausatmung lege dich langsam auf den Boden ab, wobei zuerst Knie, Brust und Stirn den Boden berühren sollten und dann der Bauch und die Oberschenkel. Strecke nun die Zehen und hebe bei einer Einatmung den Oberkörper zum aufschauenden Hund, so weit, wie es dir ohne Probleme im unteren Rücken möglich ist. Das Gesäß wird dabei angespannt. Die Hüften, das Becken kippen zurück, vom Boden weg. Die Schultern ziehen ebenfalls zurück und von den Ohren weg. Brustbein und Kinn schieben nach vorn oben. Atme auch hier wieder tief und gleichmäßig. Verlasse dann bei einer Ausatmung die Position und schiebe dich noch einmal kurz in den hinabschauenden Hund. Zieh bei einer nächsten Ausatmung ein Bein gebeugt nach vorn zu den Händen. Lass das andere Bein, ähnlich wie beim Lotussitz, folgen. Nun folgen Asanas im Sitzen, zuerst der Drehsitz. Sitze aufrecht, strecke das rechte Bein lang und stell die linke Fußfläche mit senkrecht ausgerichtetem Knie außen neben das rechte Bein auf. Nimm das aufgestellte Bein in die Armbeuge und dreh dich nach links hinten, wobei der linke Arm einen großen Bogen über den Kopf führt und die linke Hand schließlich hinten auf dem Boden abstützt. Schau nun mit gerader Wirbelsäule und langem Hals nach hinten über die linke Schulter hinweg. Halte in dieser Drehsitzposition und atme tief und konzentriert 5 bis 8 Mal, wobei du versuchen kannst, bei jeder Einatmung noch etwas weiter in die Position hineinzudrehen. Löse dann auf und dreh dich langsam zur Mitte zurück. Spüre nach. Nun wiederhole alles exakt auf der anderen Seite.
Dreh auch hier zurück und spüre kurz nach. Entspanne nun im Sitzen und umfasse mit deinen Armen die herangezogenen Beine. Lass deinen Kopf zu den Knien sinken. Bleib in dieser Päckchenposition, solange du magst. Lass deine Atmung ruhiger werden. Nun strecke die Beine lang nach vorn aus. Zieh mit den Händen deine Gesäßhälften nach hinten, sodass du freier und im Rücken gerader sitzen kannst. Strecke mit der Einatmung die Arme über den Kopf und zieh dich bei der Ausatmung in die Vorwärtsbeuge, den Oberkörper im Rücken und Nacken so lang wie möglich, zu den Beinen heran. Die Hände können je nach individueller Beweglichkeit die Unterschenkel, Knöchel oder Füße fassen. Halte den Rücken und Nacken so lang und gerade wie möglich in dieser Vorwärtsbeuge, auch wenn du dabei nicht ganz so weit an die Beine herankommst. Lass dich auf die Dehnung ein. Spüre diese vor allem in den Beinrückseiten und auch über die gesamte Rückenlänge. Halte wieder 5 bis 6 tiefe Atemzüge oder bei Bedarf mehr. Und versuche ebenfalls bei jeder Ausatmung etwas weiter in die Position hineinzuziehen. Dann kehre langsam bei einer Einatmung aus der Position zurück in den Langsitz. Stell die Beine wieder auf und roll dich langsam auf den Boden ab. Stell nun die Fersen vor den Sitzbeinhöckern auf, die Füße gerade nach vorn ausgerichtet und auf einer Linie. Die Arme liegen an den Körperseiten, wobei die Hände zu den Füßen und die Schultern von den Ohren wegziehen. Jetzt roll dich vom Becken aus langsam nach oben, bis nur noch die Schulterblätter bzw. der Nacken auf dem Boden aufliegen. Halte dabei das Gesäß angespannt und das Becken zurückgekippt, soweit dies möglich ist. Du solltest keinerlei Schmerz im unteren Rücken bzw. in der Wirbelsäule spüren. Fasse nun die Hände und verschränke die Finger unter dem Gesäß und zieh noch einmal mehr die Hände zu den Füßen, so dass du eine intensivere Dehnung im Nacken erreichst und diesen verlängerst. Öffne hierbei noch deine Rippenbögen, soweit du kannst, und versuche das Brustbein nach vorn oben zu schieben. Halte wiederum mindestens 5 bis 6 tiefe, lange Atemzüge. Verlasse diese Schulterbrücke wieder, indem du dich bei einer Ausatmung von der Brustwirbelsäule her nach unten abrollst. Nun hebe die Beine gebeugt an, winkle die Unterarme an und drücke Ellenbogen und Unterarme zum Boden. Hole mit den Beinen etwas Schwung und zieh dann die Beine nach oben zur Decke, so dass nur noch die Schulterblätter und der obere Rücken und Nacken auf dem Boden aufliegen. Die Hände stützen dabei in die Hüften. Halte dich so in dieser Position, dass der Oberkörper und die Hüften einen rechten Winkel bilden. Der Oberkörper also schräg nach vorn gehalten wird und die Beine gestreckt nach hinten in Richtung Kopf, wobei sich die Füße über dem Kopf bzw. dem Gesicht befinden. Dies ist der halbe Schulterstand, der die positive Wirkung von einer Umkehrhaltung erzeugt. Er entgiftet, entlastet das Herz und alle inneren Organe, harmonisiert. Achte darauf, dass du den Nacken lang hältst und eher die hinteren Schultern und die Schulterblätter und die Oberarme in den Boden drückst.
Halte auch den Kopf gerade und schau zu deinen Zehenspitzen. So schützt du noch mehr deinen Nacken. Halte hier so lange, wie es dir angenehm ist. Wenn möglich 15 bis 20 sehr lange und tiefe Atemzüge. Kehre jedoch unbedingt vorsichtig und langsam aus der Position zurück, wenn du Druck im Kopf oder ein anderes unangenehmes Gefühl bekommst. Spüre dann in Rückenlage nach. Nun komm in die Asanas, der Fisch, indem du die Hände gleichmäßig unter das Gesäß schiebst, die Füße zusammenlegst und dich bei einer Einatmung so auf die Unterarme drückst, dass dein gesamter Rücken und dein Nacken den Boden verlassen. Öffne das Brustbein und die Rippenbögen sehr weit. Wölbe nun deinen Oberkörper weit nach oben und senke den Kopf nach hinten ab. Überstrecke dabei vorsichtig den Hals, bis dein Kopf, wenn möglich dein Scheitelpunkt, den Boden sanft berührt. Drücke dabei Beine, Gesäß und Unterarme fest in den Boden, sodass nur wenig Druck auf den Kopf besteht. Falls du Nackenprobleme hast, überstrecke den Hals nicht zu weit, sondern nur sehr vorsichtig und nur so weit, dass es dir angenehm ist. Ansonsten schiebe nur das Kinn nach vorn oben und zieh den Hals lang. Halte auch hier wieder 5 bis 8 Atemzüge. Kehre dann sehr langsam und vorsichtig aus der Position zurück und dehne in Rückenlage noch einmal deinen Nacken. Bei Bedarf kannst du auch anschließend noch einmal den unteren Rücken dehnen, indem du die Beine gebeugt zu deinem Bauch heranziehst. Lass anschließend die Arme seitlich angewinkelt neben dir liegen und bewege den Kopf ein paar Mal nach rechts und links, um den Nacken wieder aufzulockern. Nun komm in Shavasana, die Totenposition, wobei die Beine ausgestreckt und leicht geöffnet sind. Die Füße locker nach außen fallen, die Arme seitlich, leicht abgespreizt, neben deinem Körper mit den Handflächen nach oben ausgerichtet aufliegen. Der Hinterkopf mittig auf dem Boden aufliegt und der Hals und Nacken lang, aber entspannt sind. Lass deinen gesamten Körper entspannen. Durchwandere ihn in Gedanken, von den Zehenspitzen bis zum Gesicht. Und fühle und entspanne ganz bewusst jedes einzelne Körperteil. Zuletzt das Gesicht, die Stirn, die Augen, Wangen, Lippen, Kinn, den gesamten Unterkiefer. Lass wieder bei jeder Einatmung neue Energie bis in die Finger und Zehenspitzen fließen. Und bewege diese wieder leicht, bewege den gesamten Körper etwas und dreh dich dann, wenn du soweit bist, auf eine Seite. Stütze dich nun nach oben und setze dich in den Lotussitz. Und schließe die Yoga-Einheit mit Namaste.